Herzlich willkommen zurück zur zweiten Map Bielefeld gegen Bayreuth hier in der UEG Liga Season 1. Erstes Match, erster Spieltag. Alles ist noch neu. Wir haben ein paar technische Probleme, das geben wir ja zu. Wir versuchen das natürlich bis nächste Woche zu fixen. Aber wir haben dafür ein sehr schönes Spiel gerade gesehen. Auf Cash, jetzt gleich kommt Mirage, der Pick von Bielefeld. Vielleicht haben sie ja ein bisschen mehr darauf vorbereitet. Vielleicht wird es jetzt noch ein bisschen ausgeglichener. Max, was sagst du? Was hast du aus dem Match eben gerade mitgenommen? Was hoffst du dir von dem nächsten Match? Was mir hoffe natürlich Mirage, also ich finde Mirage ist so das Neue, also mehr oder ja, wie Cache auch, das sind so beliebte Maps halt. Ich finde, das ist so ein bisschen das Neue, das 2, wie Cache auch. Es gibt standardmäßig halt eine Side, eine Mitte, noch die andere Side. Vom Spielaufbau sehr, ja, vom Spielaufbau sehr ähnlich. Großartig. Also was ich mir von Mirage erhoffe, das muss ich sagen, ich denke mal, UBT wird die ganzen Smokes drauf haben, die es so standardmäßig zu werfen gibt, sprich die Kurz-Smoke, die man dann wirft, die dann runtergerechnet wird. Die Window-Smoke, ich denke mal, die A-Smokes werden die Jungs auch drauf haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, die Bielefeld-Jungs, die sind da auch granatentechnisch am Start, dass die sich auf jeden Fall auch gegenseitig, also dass die die CTs wegblocken können dann später auf der T-Side. Aber das werden wir ja auch gleich wieder sehen nach der Knife-Round, was gespielt wird und was nicht. Also da bin ich selber mal gespannt. Ich denke mal, wenn UBT die Knife-Round gewinnt, geht's, glaube ich, für die UBT-Leute wieder auf die CT-Side und die Bielefelder müssen sich dann mit der T-Side abfinden. Ich mag die T-Side persönlich sehr gerne, zum Beispiel auf Mirage, weil ich finde, man kann die sehr aggressiv und auch gute Force-Buys reinspielen, vor allem mit UMPs und Tech-9 und sonstigem, das, was die T-Side so bietet. Und man hat ja eben gesehen, die Bielefelder forcen ganz gerne. Und deswegen denke ich mal, werden wir so ein paar spannende Runden auf jeden Fall sehen. Also, ihr könnt uns auch immer mal in den Chat gucken. Unser lieber Orga Nico, den ihr leider jetzt onscreen nicht seht. Es tut mir übrigens leid, dass ich mit der Kamera so rumwackel. Ich habe mich noch nicht ganz an die neue Umgebung gewöhnt. Wie gesagt, Nico gibt euch zwischendurch immer mal Zwischenberichte, wie es bei den anderen Teams aussieht. Und da müsst ihr einfach auf Double McRitchie mal im Chat achten, Genau. wenn ihr die anderen Ergebnisse wissen wollt. Wir haben auch schon einige Spiele beendet, eine Maps. Ich glaube, einen 16-2 gab es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war, da steht es doch im Chat. Cry Community Siegen gegen Darmstadt. Das war eine sehr deutliche Map. Vielleicht geht es bei denen auf der zweiten Map spannender zu. Auf jeden Fall kriegt ihr die Ergebnisse im Chat hin und wieder geliefert. So, ich glaube, es geht gleich los. Ich muss gleich nochmal refreshen. Ja, es sieht gut aus. Ich gebe euch natürlich den Link, liebe Mit. Caster oder lieber Mitcaster und liebe Regie. Sehr Der nett. Link kommt. Ja, nee, Der ich gehe da Link jetzt alleine kommt. drauf. So, und es scheint zu Ah, du hast ja funktionieren. eben Bei auch mir alleine lädt angefangen, Mirage. deswegen ist das ja auch Ja. kein Problem. Schön war es nicht. Ich habe mich erstmal erschrocken, dass du weg warst. Du hast so mitten im Satz aufgehört und dann. Ja. Ja, Die gut. Probleme hatten wir häufiger vorher. Also, die hatte ich in der alten Wohnung auch schon, weil ich da schlechtes Internet hatte. Sagen wir es einfach mal so. Mittlerweile ist mein Internet eigentlich besser, aber mein Router hat sich, wie gesagt, eben dazu entschieden, einfach mal neu zu starten. Normalerweise habe ich den 24-Stunden-Disconnect ausgestellt. Ich hoffe mal, diesmal erlebe ich die ersten drei Runden mit. Das hoffe ich auch. So, liebe Regie, können wir in-game switchen? Die Spieler sind da. Gut. Wir sind live. Wir sind in-game. Wir sind noch nicht live. Die Aufwärmphase geht hier noch vor vonstatten, wie auch immer. Und ich glaube, Und jetzt fehlt nur noch Chris auf dem Server, der zu deep genau. war und auf uns zu warten. Jetzt ist die Lobby abgestürzt. Das kriege ich gerade als Info. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht dauert es noch ein bisschen hier, bis das Spiel live gehen kann. Das wird sich ja auch verstehen. Ja, Lukas, deine Prediction für das Match? Was Ich glaube, denkst du? Bielefeld wird hier stärker sein. Es ist Bielefelds Pick. Ich schätze mal, sie haben ein, zwei Strategien, Taktiken sich überlegt und ein, zwei Ghosts schon ausgearbeitet. Und vor allen Dingen wird Bayreuth einfach auch ein bisschen schwächer sein, weil Mirage meiner Meinung nach nicht so viel Potenzial bietet, als CT aggressiv zu sein, wie Cash zum Beispiel. Also natürlich bietet es auch immer noch Potenzial, zum Beispiel gegen R-Palace zu rushen, mal einen aggressiven Pick zu spielen oder mal einen AWP da sehr aggressiv hinzustellen oder Mitte zu rushen, gerade das ist was sehr typisches. Aber ich denke, Cash hat da noch viel mehr Möglichkeiten geboten und das hat einfach Bayreuth und auch Mr. Perfect gut in die Hände gespielt. So, jetzt ist die Lobby ganz Jetzt. abgeschmiert. Ich glaube, wir müssen das nochmal neu machen. Ich glaube, wir müssen erstmal runter vom Server, liebe Ja, Regie. Lost Connection. Wie gesagt, Leute, es tut Willkommen uns leid. zurück. Es kann natürlich immer wieder mal passieren, dass irgendwie Lags oder sonstige
also nicht nur auf dem Stream, sondern auch das Spielerlebnis für die Spieler auf den Servern ein bisschen schlechter ist. Das tut uns natürlich leid und wir versuchen das natürlich auch zu fixen. Also ihr müsst da ein bisschen Geduld mit uns haben. Wir haben jetzt gerade die Liga gestartet und wie gesagt, wir sind für jeden, also für immer, was ihr uns halt mitteilt, für jeden Input und für jede Kritik und so, sind wir aufnahmefähig und danken euch dann auch dafür, wenn ihr euch dann meldet. Genau, und vor allem, wenn ihr mitarbeiten wollt, wenn ihr nämlich das ändern wollt, dass es jetzt gerade nicht so läuft, wenn ihr euren Input geben wollt, auch dann schreibt gerne eine Bewerbung an. Wie war die E-Mail-Adresse? csgo@uig-liga.de, wenn ich mich recht entsinne? Ja, ne? Ja, genau. Und schreibt einfach, sagt, hey, ich bin der und der, ich würde gerne mitarbeiten, ich kann das und das. Wir suchen in allen Bereichen Leute. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen super geilen Frag-Movie schneiden könnt oder wenn ihr die Regie machen könnt, also das Technische könnt oder casten wollt und könnt und einfach irgendwas machen wollt, dann freuen wir uns auf eure Mitarbeit, freuen wir uns auf euren Input erstmal. Genau, also wie gesagt, wenn ihr denkt, es ist schlecht organisiert vielleicht, das kommt euch vielleicht dann nur so vor, aber ist es auch nicht auf jeden Fall. Oder wenn ihr denkt, hey, okay, ich habe da mal Bock drauf, ein bisschen noch so mal mal ein paar Games zu casten oder mal so ein bisschen was drüber zu erzählen. Also meldet euch einfach. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse steht im Chat. Sonst könnt ihr uns auch gerne gleich, auf jeden Fall nach dem Game, sind wir auch noch mal ein paar Minütchen, denke ich mal, im Chat. Also ich auf jeden Fall, dann könnt ihr uns gerne auch noch mal ansprechen. Und falls irgendwas los ist, fragt uns einfach. Wir sind offen für alles. Ne? Ich denke mal, wie gesagt, das ist UEG. Wow, Berti. Und wir sind alle Studenten, da kann man ja einfach mal nett nachfragen. Also ist ja kein Problem. So, und die neue Lobby wird gerade gefüllt, wie ich das sehe. Jetzt müssen wir noch kurz warten, bis der Server live ist. Und dann springen wir schon wieder zurück. Es ist zurück nach Mirage oder zurück auf Mirage? Was sagt man? Zurück nach Mirage hin, sagt man, glaube ich. Nach Mirage weg, ne? Wir springen zurück nach Mirage weg. Nach Mirage weg, ne. Ich glaube, wir springen auf Mirage. Ins Spiel. Wir springen zurück ins Spiel. Aber ich glaube, wir haben immer noch die gleiche IP, oder Lukas? Vertue ich mich da? Nein, nein, das sollte nicht so sein. Ihr kriegt gleich eine neue. Das ist ein ganz neuer Server, das ist ja jetzt nicht, ach so, nicht ja, der gleiche Server. Genau. So. Dauert anscheinend noch. Max, erzähl uns doch mal was noch von Mirage. Was fällt dir noch so ein, außer was du vorhin so unglaublich gut preisgegeben hast? A, B und Mitte gibt's? Ja, also Mirage, standardmäßig, also Mirage finde ich ist taktisch anspruchsvoll. Finde ich ist, man kann über die Mitte sehr einfach Entry-Frag setzen, finde ich auf jeden Fall, weil die Cover da schlecht ist und man das von der T-Side aus, also ich rede jetzt von der Terroristenseite aus. Ich finde es einfacher, von der T-Side aus über Mitte die Entry-Frags zu setzen, als zum Beispiel auf B, weil B bietet dir nicht so viel. Also du hast eine Öffnung, da steht meistens eine AWP oder halt eine, der gut aimen kann, auf B auf der Kante. Was ich gerne mag, ist der A-Smoke-Execute. Sprich, man smoked hinten, wie man hier hinterm Analyst-Desk sehen kann, hinter den Boxen da. Smoked man da links den CT-Spawn zu, dann smoked man rechts die Treppen und dahinter den Jungle noch und den Connector weg. Das sind drei, vier relativ simple Smokes, die sich eigentlich jeder, wenn man sich mal so ein Tutorial anguckt, in 2 Minuten aneignen kann eigentlich, finde ich. Und finde ich auch mit am effektivsten. Wenn man halt, deswegen, das meinte ich damit, das ist eine relativ Force-by-starke Map. Also sprich, wenn man mit den Tech-9s dann wirklich auf dem Site erstmal ist, sich da reingeflasht hat und die Smokes dann da liegen, finde ich das sehr gut von der T-Side aus zu spielen. Ich finde, deswegen finde ich den A-Side sehr anspruchsvoll irgendwie CT-mäßig. B-Side vernachlässige ich immer außer über kurz, rein theoretisch, weil ich den deutlich schwieriger finde, weil es da viel mehr auf den Einzelskill und das Aiming drauf ankommt, wie man gut da entreat. Um dich aus deiner taktischen Misere hier rauszuholen. Wobei, es war ja keine Misere. Wir haben die Lobby, wir haben den Link ready unten. So. Und ich glaube, wir kommen auch schon wieder auf den Server rauf. Liebe Regie, funktioniert alles? Bei mir funktioniert es auf jeden Fall. Die ersten Spieler sind jetzt schon wieder auf dem Weg. Mr. Perfect und Holly und Arambito sind jetzt schon da. Scheint zu funktionieren. Ja, und da sind wir auch live. Ich connecte auch gerade Mirage. Zack. Aber so eine richtige Prediction hast du noch nicht abgegeben, dass du so denkst, was so rundtechnisch aussieht. Also ich habe ja gesagt,
Bayreuth wird etwas schwächer sein vielleicht, weil es etwas weniger Aggressivitätsmöglichkeiten gibt. Aggressivitätsmöglichkeiten ist auch nett gesagt. Also weniger Möglichkeiten für CT-Aggression gibt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass Bielefeld sich eben ein, zwei Sachen ausgedacht haben wird und deswegen diese Map gepickt haben. Es ist ja ihr Pick. Also ich schätze mal 16-14, also sehr, sehr knapp für Bielefeld hier. Ich glaube, dass sie die Map gewinnen werden. Ich glaube daran. Was meinst du, Max? Ja, das klassische 16-14, das tippe ich auch immer ganz gerne. Ich muss sagen, also ich glaube, dass OBT sich die Map hier sichern wird. Bin ich aber wirklich mal gespannt. Also von den Bielefeldern, das war die erste Runde eben, die erste Map, die ich von denen gesehen habe. Und deswegen kann ich das absolut nicht einschätzen. Aber ich denke mal, das wird so ein 16-10, 16-11 für OBT. Ist jetzt nur mein Tipp. Also ich lasse mich gerne überraschen. Und die CT-Side ist auch ready, soweit Crystal fehlt, glaube ich, wieder nur noch. Und sonst könnten wir dann auch gleich einstarten. Genau. Also du glaubst daran, dass UBT hier die Map auch noch holt? Ich glaube, dass startet. UBT die Map holen wird. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also es ist relativ ich finde es relativ simpel, auf dem A-Side zu exekuten, wenn das mehrmals hintereinander klappt und die CTs ihre Defensive nicht richtig geklärt haben hier auf der Karte, finde ich das relativ einfach halt eine Side einzunehmen. Und da kannst du als CT dann auch relativ wenig gegen machen, wenn du nicht vernünftig aufgestellt bist. Ja, das muss auf jeden Fall stimmen hier. Aber man muss auch sagen, dass sich Bielefeld ein bisschen gegen Ende des Spiels gerafft hat. Sie haben es geschafft, sich wieder miteinander abzusprechen und abzustimmen. Und dann kamen auch mehr oder weniger, nicht mehr die Ghosts, sondern die Verteidigung auf der CT-Side. Aber es hat nun nicht gereicht. Vielleicht ist es hier auf Mirage besser. Vielleicht ist Mirage näher an Bielefeld dran als an Bayreuth. Nee, das ergibt keinen Sinn. Deswegen, wie gesagt, ich denke halt, dass Bielefeld sich gut schlagen wird, weil die... Ich hab's eben gesehen, die Forcebein gerne, die forcen gerne rein, aber spielen dann auch mit Sinn und Verstand. Also die rushen dann halt nicht einfach mal stumpf die Mitte rein oder sonstiges, wie man das auf Cash teilweise sieht. Da wird sehr überlegt gespielt und ich denke mal, wenn da die passenden Smokes liegen, dann könnte das gut werden, auch mit einem Forcebein. Und ich hoffe, die Jungs raffen sich zusammen und haben sich nochmal besprochen und da startet's jetzt auch direkt in die Knife Round. Und es wird ganz klassisch auf der A-Side halt geneift. Das ist uraltes Recht, ungefähr. Uralt mindestens. Auf jeden Fall. Und es sieht so aus, als, oh, 1 gegen 1, Standoff hier, Crystal gegen Holly mit Knife unterwegs. Aber beide haben einen Knife-Skin. Also, das wird keiner Nachteil. Aber Crystal gewinnt und die UBTler dürfen sich wieder die Side aussuchen, wie auch auf Cash. Und ich schätze mal, dass sie wieder CT starten werden. CT. Ich denke nämlich auch, dass CT ja gestartet wird. Twitch wird da gerade reingeschrieben. Und CT, die CT-Side ist jetzt in der Hand von Bayreuth. Genau. Falls ihr den Chat nicht sehen solltet, ich glaube, einmal Enter drücken hilft da. Enter und Escape, das kann mal vorkommen. Ist ja auch nicht so wichtig. Falls ihr auf dem GoTV seid, nein, der Chat ist natürlich nicht so wichtig. Es kommt ganz normales Good Luck Fun. Sehr sportlich von beiden Teams, dass es immer reinkommt. Und da wird der Underpass gepusht, sorry, aber Mr. Perfect setzt da den ersten One-Click direkt. Der hat da nicht so viel Bock drauf, dass die Mitte da eingenommen wird. Und da wird aggressiv noch über Short gepusht. Ja, also Sirius und Mr. Perfect, die spielen das einfach sauber zusammen in der Mitte und Crystal scheint auch wen weggedrückt zu haben, ne? Und den nächsten auch noch, einen zweiten One-Click. Das ist wieder eine gleiche Pistol-Round wie auf Cash. Wieder schöne Headshots, man lässt sich überhaupt nicht pushen. Und vor allen Dingen machen sie das eine richtig, was die CT-Pistols halt nun mal als Vorteil hat. Sie spielen mit Range. Sie lassen sich nicht von den Glocks auf Nahkampf irgendwie umfahren, sondern sagen, hey, ich spiele auf der A-Side einfach nur in Kerrigan, also in CT hinten drin und setz da meine genauen Schüsse mit der USP. Und wenn du dann versuchst raufzukommen, dann ja, ziehe ich mich halt kurz zurück. Und das hat Crystal gerade sehr gut gemacht und in der Mitte eben genauso. Und damit geht flawless, also ohne Probleme, die Pistol Round an UBT. Und das muss man aber auch wirklich sagen. Also du meinst ja eben, mir bieten sich nicht so die Möglichkeiten, aggressiv als TT zu spielen. Aber Mr. Perfect steht oben in der Mitte rum. Und das bringt jetzt dem Team nicht so viel. Aber ich denke mal, der Support über Short jetzt, der wird auf jeden Fall kommen und wird noch sauer. Ja, Crystal holt sich da direkt in den ersten. Und ja, Mr. Perfect, der räumt da auf. Einfach. Der räumt da einfach auf.
Das ist, Oh, einen zweiten Flag für den Beto, aber nein. Kalimist sagt dann, es reicht jetzt hier. Wir werden noch die Tech 9 gepickt, kleine aber Rascherei. Das muss man sagen, UBT ist da in der Defensiven, sind die wirklich extrem gut aufgestellt. Also, die Spots sind safe, die aimen die passenden Kanten ab, die spielen gut zusammen, die flashen sich gegenseitig raus, die Smokes liegen in der Defensive, also alles das, was man sich so erwartet irgendwie. Da wird die mit reingeflasht und Mr. Perfect pusht wieder aggressiv vor. Diesmal trifft er keinen in der Mitte an, aber vor der B-Side, wo vier Leute gerade reinjoggen, sage ich mal, da geht's gleich los. Genau, im Chat steht gerade die Frage von Rüdiger, ob das originale, sage ich mal, UBT von den alten Studicups ist. Nein, der gerade hier drei Flags gemacht hat, Calamist am B-Spot, Mr. Perfect und Simon sind neu. Aus dem letzten Studicup sind nur noch Crystal und Osiris erhalten. Und man scheint hier ein wirklich potentes Lineup aufgestellt zu haben. Besonders mit Mr. Perfect, der eben gerade eine unglaublich tolle Performance gespielt hat. Man muss natürlich sagen, Calamist mit seinen... Also der hat da den Dreier-Spray rausgebracht, aber irgendwie haben die Jungs noch nicht so richtig gecheckt, dass es da doch auf der A-Side liegt. Und ja, das tut sich jetzt auch nicht mehr so viel. Das sollte ein einfacher Diffuse werden. Ich denke mal, Mr. Perfect wird sich die Waffe noch holen. Und der Fuse wird easy durchgehen. Trotzdem, ja. Trotz dieses schönen Plans steht es Nummer 3-0 für UBT. Und jetzt muss Bielefeld was liefern. Jetzt können die Waffen rauskommen. Ich weiß nicht, ob eine AWP gespielt wird. Hier wieder von Tomi. Nein, also zumindest Tomi hat eben gerade die AWP gespielt auf Cash. Hier gibt es keine. Auf CT-Side gibt es auch keine. Man entscheidet sich jetzt hier nicht weiter Geld zu investieren. Und falls man die Runde gewinnt, hat man dann nächste Runde noch Geld. Aber man wird in der Mitte aggressiv. Mitte. Oh, und Iron Beto erwartet das überhaupt nicht. Calamist kann in den Rücken von Iron Beto ein paar Kugeln setzen. Holly allerdings mit dem Refrag, weil Calamist es nicht geschafft hat, sich rechtzeitig zurückzuziehen. Eigentlich Osiris versucht es nochmal aus dem Connector, wird dann auch ausgenommen aus von Holly. Schön angefangen von UBT, schöner Start der Runde und dann verdaddelt man es einfach. Ja, da kommt nicht der passende Druck von allen Seiten. Und da wird im Prinzip die Advantage, die man sich in der Mitte geholt hat, dann durch den Refrag wird direkt, also wird nicht genutzt. Und Mr. Perfect steht da im Jungle und holt da noch zwei Frags. Das ist ein bisschen schwach von Bielefeld. Da muss mehr kommen auf jeden Fall. Anders können die Jungs das nicht gewinnen hier. Genau, vor allem man hat jetzt nur durch vielleicht etwas Glück, durch etwas Fehler von Bayreuth den Vorteil in der Runde gewonnen und dann, gut klar, Mr. Perfect ist ein sehr, sehr aimstarker Spieler, da muss man erstmal was gegensetzen. Aber die beiden Spieler standen wieder auf offener Stelle, sag ich mal. Und ja, das darf nicht passieren. Jetzt allerdings die Bombe liegt. Viper mit Full AP Basics etwas low. Sehr low allerdings mit einem schönen Flank. Muss jetzt nur noch rechtzeitig kommen. Er wird vielleicht gehört. Nein, Simon hört ihn nicht. Crystal genauso wenig. Der Bomb Diffuser kann gekillt werden. Der zweite allerdings nicht. Crystal, hat er die Zeit? Ja, die hat er. UBT holt sich die Runde nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch. 4-0. Jetzt wieder eine Kaufrunde. Ich dachte, man hätte eine Eco, aber die Runde, die Bombe wurde ja jetzt, glaube ich, zweimal hintereinander geplantet. Und man kann kaufen. Tomi jetzt wieder mit einer Scout unterwegs. Das wundert mich. Scout voll Nades und er hat noch 1000 Dollar über. Das hätte auch eine AK sein können. Also er scheint wirklich auf die Sniper zu setzen. Ja, Lukas, nur noch mal kurz zur Sync-Frage, weil ich so einen kleinen Leck gerade hatte. Wir sind gerade bei Crystal, oder? Ja. In-game, ne? Nur, ja, dass ich mich nicht vertue, es tut mir leid. Alles gut, passiert. Gerade einmal auf eine Taste gekommen. Standard-Setup halt: einer vor B am Lurken, einer guckt Mitte, einer ist Underground, zwei vor A. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Jungs müssten halt einfach zusammen machen, damit es irgendwie funktioniert, aber nevermind. Tommy, der ist geil mit der Scout. Also die Frags, die der vorhin schon gemacht hat, die fallen mir sehr gut. Aber Mr. Perfect geht so ein bisschen ohne Awareness so in die ganze Geschichte rein und ja, Crystal holt sich dann Tommy auch ab und direkt noch hinterher Holly, das ist echt, ja, die Side ist safe. Dafür braucht man dann auch keinen Skin, Osiris, ne? Wow. Crystal spielt hier einfach schlau mit dem Off-Angle, dem sogenannten Off-Angle, stellt sich also an eine Ecke, wo ihn der pushende Terrorist nicht erwartet und kann damit das erste M-Duell gewinnen und sogar das zweite auch noch, das ist einfach großartig gespielt und holt eben für UBT die Runde wieder zumindest nicht aus der Überzahlsituation raus. Immer, Mensch. Lange nicht mehr gecastet. In ein ausgeglichenes Verhältnis, würde ich mal sagen. Aber Viper fragt da vom Connector aus auf Short. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Jungs die A-Side wirklich dicht machen können, weil Crystal
Der kommt wieder. Also, der war nie weg, glaube ich. Nee, Back nie weg. Chris ist auf jeden Fall da. Simon hat hier das gute, das wichtige Aim-Duell gegen einen Vita gewonnen. Gegen Basics jetzt auch noch. Crystal hilft ihm da. Und jetzt ist es nur noch Viper gegen Crystal. Und Crystal spielt wieder stark auf. Tolle Runde von ihm. 4 Frags. Ohne ihn wäre das definitiv die erste Runde für Bielefeld gewesen. Aber nun, der Captain ist einfach nochmal stark. Der Captain ist da. Und 5:0 steht es jetzt für UBT. Ja, Fern, das kann man dazu nicht sagen. Also, das ist... Muss man einfach sagen, also es ist einfach auch wieder... Es war ein schöner Retake zusammen. Da werden die Winkel unterschiedlich gehalten, jeder aimt was auf was anderes, keiner aimt auf den gleichen, da wird abgesprochen, wen aimst du ab, wen aim ich ab. Ja, Mr. Perfect holt sich dann den einfachen Frag auf der Rampe. Ich weiß auch nicht, warum, ganz ehrlich, warum keine Smokes landen auf der A-Side. Ich muss sagen, das fehlt mir ein bisschen. Also nicht nur ein bisschen, das fehlt mir sehr. Ja, Tommy hat auf jeden Fall versucht, hier mit einem aggressiven Push, mit einem aggressiven Go einfach mal einen Entry-Frag zu machen, einfach mal eben die Möglichkeit zu bekommen, die Side zumindest zu öffnen. Aber das nicht mal mit Mr. Perfect. Der sagt sich da, nö, ich schieße dich einfach weg. Das ist für den überhaupt kein Problem. Und auch der B-Rush funktioniert überhaupt nicht. Man hat Waffen, man hat sogar Granaten. Aber so richtig was taktisch auf die Beine scheint man hier noch nicht zu stellen. Ja, so die gewisse Aggressivität, die irgendwie eben von Bielefeld auf Cash aufkam, die fehlt mir schon irgendwie auf Mirage, weil es eigentlich eine sehr kontaktfreudige, aggressive Map ist, finde ich. Fehlt mir dann doch schon sehr irgendwie, dass da nicht zusammen mal geforst wird und so. Und genau das, was ich angesprochen habe, die A-Entries sind eigentlich immer deutlich einfacher und auch über Mitte hatten sie häufiger mal Erfolg, auch wenn sie gegengepusht wurden. Aber sie versuchen es trotzdem immer wieder auf der B-Side. Und da stehen dann halt einfach Leute, die Simon, der hat gerade wieder 2 Frags geholt, vorhin stand mit einer, okay, das war ein Force-Buy, da stand Kalamist mit der OMP, hat 3 Leute geholt. Das ist für einen Force-Buy, kann man das zählen. Aber sogar Kristen holt noch im Runterfallen den Kill noch. Also, nee, darf er schon alleine nicht holen. Das, nee, das dürfte allein schon nicht passieren. Ja. Und die Jungs, das meinte ich damit. Die UBT-Leute, die sind so unglaublich defensiv gut aufgestellt. Und ja, der Basics, der fällt dann jetzt dann auch im Connector. Die AWP wird natürlich gesaved. Doppel-AWP-Setup. Muss man halt den UBT-Leuten lassen. Die sind halt extrem gut defensiv aufgespielt und wissen das auch smart auszuspielen, wie sie die Winkel halten, wie sie smoken, wie sie branden, wie sie flashen. Da merkt man erstmal das Zusammenspiel natürlich, aber auch den individuellen Skill. Und jetzt, das ist jetzt wieder das, was mir jetzt zum Beispiel, was sich mir gar nicht erschließt, dass die Ts sich so unglaublich splitten immer. Also ein Lurker ist ja in Ordnung im Palace, aber irgendwer rennt da noch im T-Spawn rum, einer rennt A-Rampe rum. Für 2-3 Leute geht es Richtung B, anstatt mal zusammen zu spielen und mal diese Frag-Stärke der Pistolen auf die kurze Reichweite irgendwie zu nutzen. Das wird meiner Meinung nach nicht gut ausgespielt. Jetzt gibt es wieder nur Pistolen, bisschen Kevlar, 1-2 Granaten. Man versucht hier verzweifelt irgendwie aus dieser 7. Runde endlich mal eine 1. Runde für Bielefeld zu machen. Aber das Geld wird primär gespart für die nächste Runde. Ich schätze mal, jetzt soll auch ein AWP für Tommy gleich dabei sein. Der hat jetzt nur eine Glock. Der spart also ganz doll. Vielleicht ist es auch Zeit, nach dieser Runde nochmal eine Pause zu ziehen und sagen, hey, was machen wir jetzt falsch? Was haben wir vorhin falsch gemacht? Was macht UBT halt besser als wir? Und wie können wir eben darauf adaptieren? Es ist mal Zeit, wieder zu resetten, ein bisschen runterzukommen, durchzuatmen. Allerdings 44 Sekunden auf der Uhr und es ist noch kein Kontakt passiert. Man hat noch keinen Bayreuther gesehen, keinen Bielefelder gesehen. Doch, Osiris sieht Holly da, kann den Lurk setzen, kann den Headshot setzen, aber leider nicht mehr. Der Push auf A-Side ist jetzt eigentlich angesagt. Bayreuth rotiert komplett dahin und sollte nun eigentlich diesen Push stoppen. Allerdings Basics und Holly mit den ersten beiden Frags mit der Perfect durch die Smoke. Ist das, das war der ich darf zweite. Schon sagen, widerlich. Das war heute schon der zweite. Er sollte aufhören damit, aber gut. Ist für uns nur umso schöner, das zeigen zu können. Osiris mit 2, 3 Frags mit der USP nochmal ins Gesicht von Basics. Schöner Retake von ihm, schöner Retake auch von Mr. Perfect mit dem Schuss dadurch die Smoke. Ja, sie scheinen einfach klassenbesser zu sein. Und das auf der Map, die nun mal Bielefeld gepickt hat. Ja. Deswegen, ich hoffe mir jetzt langsam eine Pause, ein bisschen runterkommen, ein bisschen das Spiel verändern und dann eben ein ganz neuer Anstoß von Bielefeld. Ja, das wird auch dringend nötig, also man muss halt, ja, was soll ich sagen, also wie gesagt, also die Smokes, die haben die Jungs drauf, also die Catwalk-Smoke liegt immer auf kurz in der Mitte. Was mir wirklich fehlt, ist dieser Argo mit den Smokes, der ist,
Den muss man einfach nur ein bisschen koordinieren und zeitgleich pushen und dann ist es relativ simpel. Aber ich denke mal so als Uniliga-Team, wenn man sich so zusammengeschlossen hat, dann spielt man ja auch nicht das erste Mal zusammen, dann wäre auf jeden Fall eigentlich sowas relativ simpel halt irgendwie auszuarbeiten. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die Jungs das nicht so zeigen. Wobei ich meine letzte Runde, der, naja, nicht Eco, sondern Force Push war, glaube ich, mit allen nötigen Smokes, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das war diese. Nevermind, da ist Calamis auf kurz gefallen, schöner Headshot da von Mbito. Das waren die Runden, wo ich disconnected war. Hey, du hast eben gerade. Warst du gerade der Disconnected? Nein, warst du ach nicht. Achso, meinst du. Achso, du nein, meinst jetzt nicht eben gerade die Eco. Achso, ja, Entschuldigung, ja. Ja, die waren gut executed. Du bist eine Pflaume. Nö. Wie immer sei, nach dem ersten Entry-Frag versucht bei Bielefeld, also UGCB Bielefeld, sich jetzt hier auf die A-Side zu pushen und The Viper ist jetzt im 1 gegen 1 gegen Simon. Beil noch voll. Der hat den richtigen Griecher. Aber er hat die Pistol draußen. Er entscheidet sich, die AK lieber nicht nachzuladen, um kein Neues zu machen. Jetzt allerdings, natürlich ist er bekannt, wirft er hier die Smoke, um auf die Side zu kommen. Legt wohl die Bombe gleich, schätze ich mal, ja. Ja. 20 Sekunden auf der Uhr und die Bombe liegt, sprich jetzt 40 Sekunden, 1 gegen 1, AWP gegen AK. Ich hoffe mal, er hat die mittlerweile nachgeladen. Ja, sieht so aus. Ja, beide ist aus das Lager eigentlich auch, muss man ihn lassen. Also, die Position für ihn ist super. Die Runde muss er eigentlich holen, außer Simon holt jetzt so einen kranken Wallbang wieder raus. Dann wird man natürlich sehen, aber ich... Da kommt der Fake... Jetzt weiß Simon, wo Viper ist und er zieht's durch. Nein! Zwei Sekunden waren noch auf der Uhr, aber er lässt sich verarschen. Viper peakt und Simon zieht's nicht durch, hat jetzt keine Zeit mehr. Kriegt den Kill allerdings noch, holt die AWP auch noch und lässt sich ein bisschen Zeit. Gut, Runde 1 für UGCB, für Bielefeld. Und daraus müssen jetzt was bauen. Jetzt müssen sie 7 weitere Runden gewinnen, um hier die Hälfte noch gewinnen zu können. Und vor allen Dingen, um eben im Spiel bleiben zu können und hier noch einen Map-Punkt zu gewinnen. Kleine Erinnerung, jede Map gibt hier einen Punkt in unserer Liga, jede gewonnene Map und am Ende, wer die meisten Punkte hat, beziehungsweise die drei Teams, die meisten Punkte haben, werden mit der anderen Gruppe, also wir haben zwei Gruppen, 14 Teams, werden die Playoffs dann bespielen. Alles dazu, es gibt eine Tournament-Page, die müsste hier gleich nochmal im Chat gepostet werden von unserem lieben Herrn Double McRitchie. Ich hoffe, Nico, du hörst mich jetzt, sonst wird das ein bisschen peinlich aussehen. Wie dem auch sei, UBT wieder mit Aggression in der Mitte und das haben wir auf Cash schon gesehen. Einfach aggressives Play, es wird gleichzeitig aus Connector und es wird gleichzeitig von kurz gepiekt und die Frags fallen einfach. Basics wird jetzt hier abgeaimt, hat keine Chance. Mr. Perfect hat einen super Riecher und jetzt sind es nur noch Holly und Viper in der 2 gegen 5 Situation. Man hat gerade endlich eine Runde geholt und jetzt fällt es wieder auseinander. Gut, Viper kann jetzt hier Crystal in der Mitte nochmal erwischen. Aber ist ja auch eine deutliche Überzahlsituation jetzt. Also, das muss man halt wirklich sagen, Mr. Perfect, wie dreist der da aus dem Window jumpt oder halt über den Connector läuft und einfach in die Mitte reinpiekt, obwohl nicht geflasht wurde, gar nichts. Der geht da super confident an die Sache dran und das muss man halt wirklich sagen, die Bielefelder Jungs lassen sich da halt jedes Mal auch wirklich abfarmen, weil die gut zusammenspielen in der Mitte. Also entweder ist halt einer ein Connector da oder es ist einer über kurz da und dann liegt die Smoke halt passend. Man aimt die passenden Winkel, das ist einfach, also es ist ein gutes Zusammenspiel und ich hoffe jetzt mal, dass die Jungs da auf der A-Side durchkommen, weil die CTs schon ordentlich low sind. Oh, aber, schöner Headshot von Calamist hier. Dann brauchen sie es auch fast nicht mehr schon zu probieren. 20 Sekunden auf der Uhr, die Bombe ist nicht in Hollys Hand. Einfach saven jetzt, aber Mr. Perfect, perfekt, hat einfach den unglaublich schönen Frag hier auch noch mit dabei. Pause! Endlich, nach 9 Runden, 8 Runden davon an UBT, wird die Pause gecallt. Man hat eigentlich kein Geld. Ich verstehe die Teams immer nicht, die sagen, wir callen zu einer Eco die Pause. Also klar, es ist natürlich immer sinnvoll, die Pause zu callen, so früh wie möglich, aber es ist ja auch schon nicht mehr früh. Warum das dann nicht machen, wenn man wenigstens kaufen kann? Das verstehe ich immer nicht. Aber gut, deren Entscheidung, es ist auf jeden Fall nicht sinnlos, hier mal ein bisschen runterzukommen, durchzuatmen und ein bisschen miteinander abzusprechen. Ja, ich habe die starke Befürchtung, dass die Jungs sich, so wenn ich aufs Geld gucke, viel ist nicht da, so wenn man aufs Gold mal guckt, zwischen 1500 und 2000, Pi mal Daumen, ich habe die starke Befürchtung, dass die Jungs wieder reinforcen, also muss ich jetzt sagen, ich weiß es noch nicht, also weil die sonst immer relativ schnell mit dem Kaufen waren und alles abgeklärt war, aber für mich macht es auch einerseits keinen Sinn, zu einer Eco halt zu sagen, okay, wir spielen jetzt so und so, weil es immer noch eine Eco ist. Mit einem Force-Buy, mit UMPs und so, finde ich, sieht es immer noch anders aus, aber
Man kann schon deutlich sagen, also so ein Glock-Go, das so durchzusprechen, jetzt 5 Minuten lang, das hätte jetzt nicht so viel Value, auf jeden Fall. So. Pause ist hier immer noch in Gange. Die ersten Tech-9s werden jetzt geforst. Anscheinend denkt man sich hier wieder was schnell zu spielen. Die Tech-9 bietet natürlich eben die Möglichkeit zu laufen und zu schießen wie Diesen. keine andere Waffe in diesem Spiel. Und dadurch bietet sie auch eben die Möglichkeit, was sehr Schnelles anzuspielen. Einfach sagen wir einen B-Rush. Nennen wir es beim Namen. Man Nehmen wir es könnte einfach mal B-Rush. perfekt damit B-Rushen. Also, falls Ich, man es jetzt machen Alupas, wollen ich wollte es auch nicht zu viel würde. verraten, aber habe ich nicht gesagt, dass vielleicht wieder einer reingeforst wird? Vielleicht? Ja, Bielefeld Ja. scheint da sehr der Freund zu sein. Allerdings bei 1400, 1500 Dollar. Eben gerade hat man noch eine Runde verloren, nachdem man eine gewonnen hat. Sprich, man wurde Lose Bonus resettet, wie es doch so schön heißt. Also man kriegt weniger Ja, Geld genau. als noch vor dem Rundengewinn. Das heißt, man kann nächste Runde nicht kaufen. Man kann jetzt auch forcen, man muss nächste Runde eh ekon. Was tun Ja, sie? ich. Tech-9s, P250 und eine UMP sogar sehen wir hier, die du dir ja mehr gewünscht hast. Ich finde die UMP super stark, muss ich sagen. Also, gerade, also, es ist kein Vergleich zu einer AK. Ist natürlich klar, aber hält relativ even, wenn man sich mit dem Recoil auskennt, mit einem M4, muss ich sagen. Also, die Feuerrate ist ein bisschen niedriger. Aber, ja, Holly hat auch den ersten gespottet und setzt und Sirius auch direkt einen rein. Kannst du den M4 damit saven, aber Mr. Perfect fragt ihn direkt zurück. Und jetzt kommt mal endlich das, worauf ich gehofft hatte. Hier wird endlich mal ein Argo gemacht, aber die CTs scheinen darauf vorbereitet zu sein. Crystal hat da perfekt on-site den Molotov geworfen, einer ist auf die Telefonkabine gesprungen. Der ist jetzt allerdings auch tot. Tschüss, Crystal. Und die Jungs gehen richtig organisiert hier an den Retake. Das muss man denen lassen. Also. Mr. Perfect hat keine Bullets mehr, aber Columnist hat ihn da. Ja. Der Retake war gut. Der Go war gut, der Retake war besser, auf jeden Fall. Mich wundert es nur, dass man sowas nicht endlich mal spielt, wenn man eben eine AWP hat, wenn man eine AK hat und nicht Ja. eben nur mit Pistols. Wir haben jetzt die beiden Male die Runden gesehen, die beiden Force-Runden, in denen sie eben den schönen Argo mit Smokes gespielt haben. Das fehlt mir noch. Das fehlt mir auf jeden Fall noch in Rifle Rounds, in einer Kaufrunde. So, wir haben wieder eine Pause, diesmal von UBT. Ich schätze mal eine taktische Pause. Man sagt, hey, wie können wir sie jetzt halten? Ich weiß nicht, ob es nötig ist. Es steht 9-1, man hat ja bis jetzt noch keine Runde abgegeben. Vielleicht war es auch nur ein kurzes, ich muss kurz auf die Toilette oder was auch immer, die Pause ist schon wieder Kann durchaus vorbei. sein, ja. Wir wissen es nicht. Ja, und also Bielefeld steht mit so halb viel Geld wieder da. Also durch den Force-Buy haben sie sich gerade den Buy versaut, auf jeden Fall. Also ich finde, man hätte auf jeden Fall zwei, drei Tech-9s vielleicht reinkaufen können, mal eine Smoke, um halt irgendwo zu executen oder eine Flash. Aber man könnte in dieser Runde auch eine AWP in der Hand haben, wenn die Frags auf der passenden Person gelandet werden. Also. Wäre alles möglich gewesen, aber jetzt wird die Mitte gesmoked und es geht schon wieder Richtung B. Also, ja, also das B in Bielefeld steht auf jeden Fall für den B-Spot. Das muss ich jetzt schon mal so loswerden. Also, ob sich das noch ändert, ich weiß nicht, aber Schön gesagt. Aber wieder, man hat kein Geld, man versucht jetzt hier irgendwas zu zaubern. Man ja, kriegt Mann. sogar Osiris hier mit der P250 rausgefragt. Man muss allerdings sich trotzdem mal vor Augen halten, wir haben immer noch die 11. Runde und Bielefeld hat davon erst eine einzige gewonnen. Vielleicht jetzt die zweite. Man kann es nicht unbedingt glauben, weil sie ja doch noch mit Pistols unterwegs sind, obwohl sie einen Entry-Frag haben. Die müssen langsam mal versuchen, hier ein bisschen ins Spiel zu finden und mal ein bisschen was auszuprobieren. Es wird anscheinend auch ins Ansonsten. Window geboostet und ja, aber das Oh, ist ja. ne. Mr. Perfect erwartet es zwar nicht, aber es ist ihm egal. Er gewinnt das Aim-Duell gegen Viper mit der P250. Er braucht gar nicht die AWP dafür. Der ist definitiv on point heute. Mr. Perfect, mein Spieler des Tages auch, würde ich mal so sagen. Der hat hier eine tolle Performance, besonders auf Cash abgelegt, aber auch jetzt auf Mirage macht er die soliden Frags. Simon hier mit einem schönen Frag Ich gegen finde, Holly. also ich muss sagen, das finde ich schon so geil an Simon. Das ist, ich habe den ja vorher noch nicht mitbekommen, so. Ja, Calamus holt sich dann auch nochmal Eiern ab. Aber ich muss sagen, Simon, der pusht überall extrem aggressiv rein. Also Simon und Mr. Perfect, die spielen so eine Lurk-Position und so eine aggressive Entry-Frag-Position, die mir sehr gut gefällt. Also, das macht da wirklich Spaß zuzugucken. Also, 30 Sekunden in die Runde und der CT steht hinter den Ts irgendwo in der Base. Also, finde ich ganz cool. Muss ich So, sagen. Also. von ganz UBT ist es einfach schönes Ja. Counter-Strike, was wir hier sehen. Das kann man einfach sagen. Und es scheint einfach ein, zwei Klassen besser zu sein als eben der Angriff von Bielefeld hier.
Smoke in die Mitte wird jetzt hier wieder gelegt. Man hat ja, Geld, alle haben AKs. Man ja. hat jetzt keine AWP auf Trumi, aber Mr. Perfect interessiert die Smoke da nicht und er kann schon wieder Arimbeto hier holen. Der ist einfach wirklich on fire heute. Der Mann holt auch den nächsten mit Basics unten im Underpass. Wie aggressiv der die Mitte anspielt, das ist echt. Also, ich glaube, das war jetzt der dritte. Das war der dritte durch die Smoke heute von ihm, oder? Ich glaube ja, ein auf Cash und der zweite hier. Ja, ja, genau, ein auf Cash und zwei hier. Also, das spricht von einem unglaublichen Game Read einfach, wenn du ungefähr abschätzen kannst, okay, die haben jetzt gesmoked, die kommen jetzt aus dem Spawn gelaufen und jetzt muss ich abdrücken. Du hast ja so Standard-Patterns, du stehst im T-Spawn, smokest dann die kurz weg und dann laufen alle los, wie so Idioten. Zuckerblät, Rush B. Genau. Und dann stehen die da und dann musst du auch einfach wirklich nur ein bisschen gewisses Timing und Gaming-Gefühl drin haben, um dann halt genau den passenden Moment den Moment abzupassen. Und das muss man sagen, Mr. Perfect, der hat das echt drauf. Also, ich finde den vom Gamery technisch wirklich sehr stark, muss ich sagen. Auf jeden Fall ein guter Neuzugang für das Team. Neuzugang in dem Sinne, dass er halt in den letzten Studi-Cups noch nicht mit dabei war bei dem altbekannten Team UBT. Ich sehe gerade im Chat die Frage, ist das Finale LAN? Ja, nur das Finale allerdings wird bei uns auf der University Esports Masters in Karlsruhe ausgespielt. So, wieder ein A-Rush, diesmal allerdings mit nur einer Smoke, mit Gewalt, mit Tech-9s, mit viel, viel Laufen ausgeführt. Allerdings Holly schon im CT-Spawn gegen Calamist, kann sich eigentlich nicht durchsetzen. Hat die bessere Position, wird von seinem Teammate geflasht, aber Holly ist da nicht siegreich. Und Mr. Perfect, Mann! Jetzt hör doch mal auf, es reicht jetzt hier. Sonst schreit der Twitch-Chat gleich noch, dass du cheatest und wack und so. Ich glaube, das tun sie schon. Auf jeden Fall. Und was für eine tolle Runde auch wieder von allen aus Bayreuth, deswegen hat jeder einen Frag geholt, das nennt sich Teammates, wie ihr alle wisst, und Mr. Perfect hat es einfach drauf. Das muss ich jetzt so sagen, der ist heute, vielleicht immer, wir haben ihn ja noch nicht öfter gesehen, aber der scheint on fire zu sein. Ja, auf jeden Fall, also, ich muss sagen, ich hatte ja gehofft, dass Bielefeld sich ein bisschen stärker durchsetzt, weil ich da auch selber aus der Region komme und Bielefeld auch bei mir direkt um die Ecke ist, aber die Jungs haben auf jeden Fall jetzt im Vergleich zu UBT die deutlich schlechtere Schnitte. Und es ist ja auch der erste Spieltag, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also jeder ist aufgeregt, wir selber sind ja auch aufgeregt. Wir haben lange nicht gecastet und wir finden es mega cool, dass es jetzt wieder so läuft und dass die Uniliga angefangen hat. Und deswegen kann man das verstehen, wenn man aufgeregt ist. Und ich hoffe, Bielefeld wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen stabilisieren jetzt über die Season hinweg. Aber das werden wir ja sehen. Also wir haben noch genug Spieltage und es werden auch genug Spieltage noch gecastet. Und deswegen können wir da auch mal häufiger mal reinschauen. Huch, ist bei euch die Kamera auch gerade Ja. Was? Oh, nee, was? Hallo? Was? Was war das gerade? Kein Leck. Was? Alles das klar. Das Movement ist dann nicht on point. Klar, da müssen wir, glaube ich, doch nochmal nach den Ranks fragen. Oh, das ist fies. Calamist, also die UT-Jungs wollen sich das auch einfach nicht nehmen lassen. Also das muss man sagen. Das war ein. Also den Strafe-Jump, den von dem Geländer runter, den ich glaube, den kennt fast jeder, wenn man mal ein bisschen CSGO und Major geguckt hat. Der kommt häufiger mal. Normalerweise landet man dann in dem Fenster und kriegt nicht 9 Fallschaden und stirbt davon, aber. Generell das war die Idee gut gedacht, aber die Umsetzung war... Ja, aber was war sein Plan? Der war doch low, er wusste das doch. Was? Naja, gut, er hat's probiert. Ja, da hat ein HP gefehlt, dann wäre er nicht gestorben. Und jetzt kommt halt wirklich mal endlich mal ein A-Smoke Execute, wie die schon ein, zwei Mal versucht haben. Aber ich hoffe diesmal mit wirklich der gesamten Stärke und nicht wieder so gesplittet. Aber es scheint, dass alle von den Bielefeld-Leuten auf der Upside laufen. Vor allen Dingen hat man jetzt endlich mal Waffen, aber Crystal mit einer tollen Position kann hier Basics und Arimbeto gleich raus, im Holly auch noch, Osiris hilft auch noch aus dem Hintergrund und Crystal holt noch den vierten, starke Runde von ihm, starke Runde von Bielefeld darauf zu, sich zu einzustellen und 14-1, was, wie deutlich ist das denn hier bitte? Ich verstehe es nicht, Bielefeld, wacht auf, ihr wart doch eben gerade nicht schlecht, ihr habt doch wirklich die Stirn geboten gegen Bayreuth hier und jetzt muss mal was passieren, die Pistol Round muss jetzt wenigstens euer sein, ihr müsst jetzt mal euch anstrengen. Nades gibt's auf Arimbeto auf der City Side, es gibt einen Kit bei Basics und UBT verzichtet komplett auf Nades. Sie haben einfach nur alle Kevlar gekauft, 3 Leute werden Richtung B abgestellt, die Bombe allerdings mit einem Spieler zusammen in Palace. Also Crystal und Osiris mit der Bombe hier, anscheinend möchte man einen B-Rush faken. Nein, es geht jetzt in den Untergrund rein, wie ich das sehe.
Dann wird wohl A gesplittet, schätze ich mal. Was meinst du, Max? Ich denke auch, dass ein klassischer A-Split wird entweder halt wird ins Window geboostet oder halt das Window gesmoked über einen Connector dann oder man macht halt, wie gesagt, den Window Boost, holt den Spieler da und smoked das Jungle ab, aber ja, Simon, ja, wie gesagt, Window Boost, da werden sich die Flags geholt und irgendwie so richtig Antwort von den Bielefeld-Leuten ist noch nicht gekommen jetzt. Ja, vier Leute jetzt im CT laufen ja, hin und her, allen Beat, kann sie doch einen Frag holen, aber Mr. Perfect antwortet gleich, jetzt ist man komplett im CT. Mr. Perfect sagt so, hey, geil, ich hab noch ein bisschen Aim-Training, ich kann hier noch ein bisschen Headshots machen. Wird eigentlich rausgenommen im Reload von The Viper. 2 gegen 2 Situation und der typische bekannte Counter-Strike-Lag setzt hier ein. Du kennst den noch aus den Studi-Cups. Er wurde ich noch nicht ihn gefixt, aus, seitdem das Spiel da ist. Zeiten. Das ist unglaublich. Also wir lieben dieses Spiel alle, ich muss sagen, es ist unglaublich schlecht programmiert. Ja. Simon, oh, das war wieder so sranig zusammengespielt von den beiden. Ich muss sagen, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also, was die sich so zusammenspielen. Und ich denke mal auch ganz ehrlich, also dein 14-16 kommt jetzt so nicht mehr in Frage. Bei ja, 16-10 könnte vielleicht noch vielleicht eintreten, aber ich glaube jetzt gerade mal nicht. Aber UBT macht es ganz, ganz sicher. Die gehen einfach für Kevlar, für die Nades, rushen einen drauf. Wissen ganz genau, dass sie gegen Pistolen zusammenspielen müssen. Einfach Chris lohnt sich direkt den ersten Frag. Tommy kann da sogar noch was regeln. Wird die AK noch gepickt von Simon irgendwie? Komischerweise, obwohl er nur ein Team in der Hand hatte und volles Magazin. Trotzdem 3 gegen 3 Situationen. Ich glaube, mein Bot hakt hier etwas. Ja, ich habe auch so einen kleinen Autodirektor auf einer Leiche. Jetzt geht's wieder bei mir. Auf jeden Fall, Mr. Perfect kann noch den Frag in Holly holen. Jetzt sind nur noch Tommy und Basics, die versuchen, diese Map noch fest zu klammern. Aber es sieht schlecht aus. Sie haben nur Pistols, eine Ump jetzt auf Tommy. Und das 16-1 scheint fast unvermeidlich. Wobei, Tommy noch mit dem Headshot, Crystal jetzt mit der Ruhe. Er muss warten. Tommy hat keine Ahnung, dass er hinter ihm ist. Die Bombe wird undefused und Crystal holt beide. Oh, einen Schuss holt er ihn! Unglaublich, was für eine Map. Crystal unglaublich stark, Bayreuth unglaublich stark, Mr. Perfect wieder unglaublich stark. Tolles Spiel, GG, good game. 16-1, fast hätte es nicht deutlicher sein können. Klar, 16-0 wäre noch drin gewesen. Selbst schuld, Bayreuth? Nein. 16-1, tolle Map, toll gespielt. Schade, Bielefeld. Schade, schade, schade. Ja. Max, ja, woran hat's gelegen? Kann man auf jeden Fall sagen. Woran hat's gelegen? Das erinnert mich immer so an einen Kumpel von mir, dem es nicht ganz so gut ging, da hat er den Spruch auch gebracht. Ich muss sagen, es hat deutlich am Zusammenspiel gelegen. Es hat noch nicht mal unbedingt am Einzelskill gefehlt, dass so die Frag-Stärke nicht da war. Das haben die Jungs auch super gemacht. Das hat man so in den ein, zwei Ecos auch gesehen. Da saßen die Deagle-Klicks oder mit der P250 ging es dann auch direkt ins Gesicht oder mit der Tech 9. Das war alles super, aber ich muss sagen halt, so Teamplay-mäßig waren die UBT-Leute halt deutlich überlegen. Ich glaube, vielleicht auch noch ein bisschen Frustration von der ersten Map mit dabei. Man hat ja 16-7 verloren, soweit ich weiß, wenn ich mich recht erinnere. Also man hat schon recht deutlich verloren. Und wenn man als Team, gut, ich kann nicht für Bielefeld sprechen, aber wenn es nur ein neues Team ist, dann ist man vielleicht auch noch schneller frustriert. Man kann nicht einfach das abstreifen, was man dann nun mal leider machen muss. Und man kann dann nicht einfach so weiterspielen. Vielleicht hat auch das ein bisschen mit reingespielt, das psychologische, ja, heißt psychologisch, ne? Der psychologische Faktor. Psychologische und, Komponente, ja. Genau. Und ja, ich glaube auch, der persönliche Skill von Bielefeld ist auf jeden Fall nicht schlecht, der einzige Skill. Aber man muss auch sagen, Mr. Perfect und Konsorten, Crystal, Mr. Perfect und Konsorten, man muss beide Spieler ja auf jeden Fall hier rausstreichen, sind sehr stark und waren heute sehr stark. Vielleicht haben sie auch nur einen guten Tag erwischt, Bielefeld einen schlechten Tag, aber man hat eine sehr gute Klasse hier von Bayreuth gesehen, auf jeden Fall. Gut. Ja, das war auf jeden Fall für den ersten Spieltag schon mal ganz gut vorgelegt. Ich bin echt gespannt auf die anderen Teams. Wie gesagt, Bielefeld haben wir heute gesehen. Team Forceby ist am Start. Also, genau. Nächste Woche wieder um 21 Uhr dienstags. Wir werden jetzt immer dienstags 21 Uhr streamen. Welches Match wir dann streamen werden, wissen wir jetzt allerdings noch nicht. Dafür folgt uns auf Facebook, auf Twitter und schaut am besten auch noch auf unserer Homepage vorbei. Das alles findet ihr unter dem Stream oder wenn ihr in dem Chat die Commands auf Ausrufezeichen Facebook, Ausrufezeichen Homepage und ich glaube Ausrufezeichen Twitter gibt es nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Probiert's aus, sonst unter dem Stream könnt ihr uns folgen. Wir sind jetzt auch noch ein, zwei Minuten da. Der Stream wird zwar jetzt gleich offline gehen mit etwas Musik natürlich, aber wir sind hier noch im Chat aktiv, wenn ihr noch Fragen habt. Auch jetzt bitte gerne noch stellen. Ansonsten können wir nur sagen, GG, wir freuen uns auf nächste Woche. Und ja, Max, hast du noch was zu sagen?
Naja, also von meiner Seite aus nichts. Also schön, dass ihr alle reingeschaltet habt und zugeguckt habt. WP an die Teams, GG auch natürlich. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht für euch und ich hoffe, wie gesagt, das war jetzt nicht zu schlimm, weil ich so zwischendurch mal so gelesen habe, lag, lag, lag. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Wenn, wie gesagt, schickt uns einfach Verbesserungsvorschläge und Kritik. Wir nehmen die gerne an und versuchen die umzusetzen für euch. Genau, auch schon. Ja. Wir versuchen auch schon zur nächsten Woche Dienstag natürlich auch wieder den Stream zu verbessern, die Qualität zu verbessern. Daran arbeiten wir natürlich konstant. So, dann würde ich sagen, schicken wir euch jetzt mal in den Abend, wünschen euch einen schönen Abend. GG nochmal an beide Teams und auf eine weitere schöne Liga. Ja, tschüss. Bis nächste Woche, ne?